Meine Aufnahmeleiterin ist heute extrem aktiv und zeigt mir immer Sachen. Sandra, sprich einfach mit mir, es ist überhaupt kein Problem. Aber vielleicht war sie auch schon mal in Norditalien, und zwar in dieser Stadt mit dem schönen klangvollen Titel San Gimignano. Und was sie dort sehen, und man darf das da beim Wort richtig nehmen, das sind Geschlechtertürme. Und da zeigen sich die Italiener, wer den längsten hat. Die adligen Familien in Italien haben immer die längsten Türme gebaut. Und wir haben uns gefragt, ist das vielleicht eine Tendenz, die man auch heute wieder in unserer Stadt vielleicht sogar sieht? Und da ist uns nämlich ein Logo aufgefallen, was Sie vielleicht auch gesehen haben. Es hing sogar am Radisson Hotel schon dran. Und zwar dieses Logo von der Handelskammer unter dem Titel Hamburg wächst. Wenn wir ausbilden, nun ja, auch dort vielleicht ein neuer Kampf der Geschlechter um den längsten Turm. Und ist es so, dass phallische Symbole immer mehr in unserer Welt wieder Einzug erhalten? Ja, es ist so. Wir haben geguckt, zum Beispiel hier der Deutsche Volleyballverband wirbt mit diesem Logo. Und wenn das nur ein Anfang ist, liebe Damen da draußen, es kommt noch schöner. Die Firma Rameda Autoteile, Anhänger und Zubehör haben sich dieses Logo gewählt. Da juchzt eine Dame in der Regie. Ja, ist das nicht schön? Also, liebe Redaktion von der Emma, wenn Ihnen das zu viel wird, schreiben Sie gerne an info@neuehelden.tv. Informieren Sie uns darüber. Und,